Hallo Leute, euer Sash hier. Heute schauen wir uns das Apple Studio Display im Detail an, schauen uns die Vor- und Nachteile zur Konkurrenz an, was ist für dich wichtig und was nicht, interessante Infos zum Thema Nanotexturglas oder Glossy Bildschirm. Wenn das für dich wichtig ist, bleib dran, bis dann. Fangen wir mit den Facts an. Wir haben hier ein 5K-Display, das heißt, wir haben die vierfache Pixeldichte wie ein WQHD-Monitor und fast die doppelte Pixelanzahl wie ein 4K-Monitor. Wir haben 600 Nits, man kann sich das ungefähr so vorstellen wie 600 Kerzen auf 1 Meter mal 1 Meter, also auf 1 Quadratmeter. Und in 600 Nits werden auch tatsächlich 595 Nits erreicht, fast volle Punktzahl mit dem Spider-X. Kalibriergerät nachgemessen. Wenn ihr einen hellen Hintergrund habt, beziehungsweise ein Fenster im Hintergrund, dann spiegelt der Display schon stark. Nicht ganz so stark, wie ihr das auf den Bildern sehen könnt. Ich würde sagen, vielleicht 30% weniger stark. Aber er spiegelt. Ist das ein Problem? Ich dachte erst schon, aber eigentlich nicht. Wenn ich das vergleiche mit meinem Dell-Monitor, der ein mattes Panel hat, dann spiegelt er zwar nicht, aber er hat einfach einen hellen Fleck, da wo das Apple Studio Display eben spiegelt. Und am Ende kann ich genauso wenig auf diesem Display erkennen, ob ich jetzt einen hellen Fleck habe oder eben mein Fenster im Hintergrund sehe. Was da jetzt für euch das Beste ist, müsst ihr natürlich entscheiden. Ich habe für mich tatsächlich gelernt, dass ich das Glossy Display auf jeden Fall besser finde. Das Beste an der Helligkeit im Vergleich zu einem normalen Monitor ist jedoch, die automatische Anpassung der Helligkeit mit dem Sensor an dem Apple Studio Display. Da frage ich mich, wieso hat mein Dell-Monitor aus dem Jahr 2022, der 800 Euro gekostet hat, nicht diese Funktion, dass es morgens, wenn es dunkler ist, das Display ein bisschen dimmt und mittags, wenn die Sonne scheint, da auf die vollste Helligkeit geht. Verstehe es nicht? Ich finde die Funktion super. Kontrastverhältnis ist auch 1000:1. Das heißt, dass die weißen Bildpunkte 1000-mal heller sind als die schwarzen Punkte bzw. das dunkle Bild. Ich habe gemessen mit dem Kalibriergerät ein Verhältnis von 1140:1. Somit mehr als übererreicht. Der Schwarzwert ist in meinen Augen in dieser Preisklasse zu schlecht. Wir sehen, wir haben hier kein sattes Schwarz, sondern es ist eher ein dunkelgrau, ein dunkles Blau teilweise. Aber so schlimm, wie ich es in den verschiedensten Reviews bereits selber auch schon gesehen habe, war es tatsächlich nicht. Ich habe euch mal ein Bild gemacht, wo ihr einen Ausschnitt von einem Review sehen könnt und wie daneben der Schwarzwert an dem Bildschirm wirklich selber ist. Da sieht man, dass die Werte teilweise doch sehr stark verfälscht werden. Durch die Kameraaufnahmen, ich kenne das selber bei meinen Aufnahmen. Man muss da schon sehr darauf achten, dass man mit der Nachbearbeitung da auf das richtige Level von dem Farbprofil kommt. Die Farbtreue ist mit 98% DCI-P3 Farbraum gut, aber jetzt auch nicht außergewöhnlich mit anderen Monitoren im Vergleich. Der Standfuß ist, wie ihr sehen könnt, fest verbaut. Das heißt, ihr müsst schon vor dem Kauf entscheiden, wollt ihr den festen Standfuß haben, das Weser Mount oder den höhenverstellbaren Standfuß für die 460 Euro. Das heißt, ihr müsst euch das ganz genau überlegen. Ich habe gehört, man kann den Standfuß angeblich nachträglich im Apple Store auch nachrüsten. Ich weiß aber nicht, wie teuer das ist und ob das wirklich wahr ist. Deswegen überlegt es euch am besten vorher, dann habt ihr keinen Ärger. Auf der Rückseite findet ihr keinen Ein-Ausschalter, keinen Joystick, um irgendwelche Display-Einstellungen vorzunehmen. Dies geschieht komplett über die Software am Mac. Hier
Hier findet ihr lediglich ein Thunderbolt 3 Anschluss, 3 USB-C Anschlüsse. Der Thunderbolt Anschluss ist mit 96 Watt Ladeleistung. Kein USB-A, kein DisplayPort oder HDMI und auch kein KVM-Switch, was für mich persönlich, der an einem PC arbeitet, schlecht ist. Wenn ihr einen Windows-Rechner mit dem Studio-Display verbinden möchtet, könntet ihr das theoretisch mit einem DisplayPort auf Thunderbolt 3 Kabel machen. Ihr hättet aber keine Funktion wie den Sound oder keinen Zugriff auf die Kamera. Auch die Helligkeit könntet ihr nicht anpassen. Er würde die Helligkeit scheinbar von der letzten Einstellung, wo ihr ein MacBook angeschlossen habt, übernehmen. Wenn ihr jedoch einen Laptop habt mit einem ganz normalen USB-C-Anschluss und da Windows habt, dann könnt ihr sowohl die Kamera als auch die Lautsprecher benutzen. Das Einzige, auf was ihr dann verzichten müsst, wäre die Center-Stage-Funktion, wo die Kamera deinem Gesicht folgt und Funktionen wie Hey Siri. Die Mikrofone sollten laut Apple Studio-Qualität haben. Das testen wir jetzt gleich mal für euch. Hört mal rein. Und jetzt hört ihr mich vom Studio-Display integrierten Mikrofon mit meinem normalen Standard-Audio-Filter. Schreibt mir gerne mal, wie sich das für euch angehört hat. Würde mich wirklich sehr interessieren. Die eingebauten Lautsprecher sind krass gut. Die sind wirklich unfassbar gut. Ich habe das nochmal in einem Vergleich mit meiner Dell-Soundbar gehabt. Ich versuche euch jetzt mal einen Einspieler zu machen. Ist immer ein bisschen schwierig, aber hört einfach mal selber. Lautsprecher vom Apple Studio Display sind wirklich der Wahnsinn. Man bekommt einen richtig dynamischen Umfang, richtig, ja, wie soll ich sagen, volles Klangerlebnis. Ist schon fast raumfüllend. Also wirklich sehr beeindruckend für dieses kleine Gehäuse. Ja, ich bin begeistert. In dem Monitor sind auch ganze 6 Lautsprecher verbaut, die auch einen richtigen, also einen relativen tiefen Bass auch noch wiedergeben können. Das unterscheidet sie mit allen anderen Lautsprechern, die in Monitoren verbaut sind, da wirklich ein tiefer Ton hier auch noch durchkommt. Das Schlimme ist, man kann sagen, dass Apple hier bei diesem Monitor eigentlich fast keine Konkurrenz hat. Allein deswegen würde ich mich freuen, wenn Unternehmen wie Dell, LG oder BenQ hier mal sehen, was es für einen Markt gibt und dass dieser aktuell nicht von denen bedient wird. Also hochwertige Monitore, die nicht nur funktionell und aus Plastik sind, sondern auch richtig Spaß machen können und auch noch klasse aussehen. Wenn ihr meine wöchentlichen Videos nicht verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Links wie immer in der Infobox. Euer Sarge. Bis dann. Ciao.